Bautechnik digital haben wir so noch nie gemacht. Wir haben es noch nie angepackt. Wir sind aber in dem Bereich drin. Wir schulen in dem Bereich. Wir nutzen Baumaschinen. Und wir wollten uns jetzt einfach mal auch um die Leute kümmern, die Baumaschinen handeln, die mit Baumaschinen umgehen und die ein bisschen mehr ins Boot holen und die auch ein bisschen mehr bedienen, sagen wir es mal so, als Dienstleister der Branche. Und insofern ist diese Veranstaltung zusammen mit Tresa entstanden. Die machen wir dann heute. Ja, also ich freue mich natürlich, das Wetter spielt mit. Wir haben hier eine tolle Location, wo man auch was zum Anfassen hat und zum Gucken, wo die Leute sich, glaube ich, auch wohlfühlen. Wir sind mal irgendwie einen anderen Weg gegangen, nicht in ein Kongresszentrum, wie es ja irgendwie Wolken vorkommt, sondern hier vor Ort, wo das Leben irgendwie pulsiert, wo auch die Auszubildenden sich bewegen. Und ich glaube, es wird eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wir haben hier schon das Gelände begutachten können und großartig, viele neue Innovationen und wir waren überrascht, was hier alles passiert gerade. Wir glauben, dass die Digitalisierung auch in der Baubranche immer wichtiger wird, dass man ohne nicht mehr auskommt und wir finden es toll, dass es hier Meet & Greet gibt in der Baubranche und sind gerne dabei. Die Geräte, die wir vertreiben, mit Softwarelösungen, mit anderen Partnerlösungen ideal für die Kunden einsetzen. Software is eating the world. Was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Forum, wo es allgemeine Informationen gibt zum Thema Digitalisierung. Da sind sie sich natürlich eins, da befruchten sie sich auch gegenseitig. Und das ist auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, dass man sich da auch gegenseitig unterstützen dürfte. Was daraus erwächst, was daraus werden kann, das ist natürlich offen. Das ist aber das Spannende an solchen Projekten. Aber es wird auf jeden Fall, da sind wir uns schon einig, nach der Geschichte heute eine zweite geben. Und dann gucken wir mal, wie sich die Entwicklung weiter oder wie die Entwicklung weiter voranschreitet.